Wir haben einen Plan. Wir werden den Konvoi von ein paar Flusshändlern erobern und ihr Schleppschiff benutzen, um die Brücke zu infiltrieren. Da der Konvoi aber noch nicht eingetroffen ist, hat der Oberst mir die Freigabe erteilt, den Passagierwaggon zu holen, von dem Katja sprach. Dafür muss ich zunächst zum Terminal, um Crests Motordraisine von dort zu besorgen. Eine gute Gelegenheit, die Umgebung zu erkunden. So, Herr Fanny aus Dabram, zurück in der Metro 2033, Exodus ohne 2033. Ja, auf jeden Fall sind wir in der Metro unterwegs, und zwar Exodus. Ich wollte dich noch ein bisschen verwirren, weil unterwegs sind wir in der Metro nämlich auch nicht mehr, sondern wir bewegen uns jetzt mit einem Zug an der Oberfläche entlang. Und wie ihr hier schon seht, haben wir hier eine nette Karte. Und wir hatten letztes Mal schon besprochen gehabt, dass wir uns jetzt anhand der Fragezeichen orientieren werden. Und ich werde erst im Norden anfangen und dann mich Richtung rüber Osten, dann Süden und dann zum Ziel durcharbeiten. Und mal schauen, wie weit ich da komme. Erstmal schlafen wir mal. So. Das war nicht unbedingt das Ziel, das ich hatte. So, dann werden wir erstmal diese Lagerhalle befreien und ich versuche es einmal oben durchs Dach. Thank you.
habe ich ja wieder echt Glück. Immer greife ich in die Scheiße. Glaubst du, was ihr Boss ihnen erzählt? Was? Dass sie gestorben sind, weil ihr Glaube nicht stark genug war. Es waren Sünder. Verdammt, ich lach mich tot, Mann. Ja, die bringen mich auch immer zum Lachen. Clowns. Tja, dann müssten sie wohl dankbar sein, wenn wir sie erschießen. Wohl wahr. Verdammt! Ich wünschte, wir wären ein paar Arschlöcher zum Vermöbeln. Die Langeweile bringt mich noch um. Was soll ich hier überhaupt? Als ob das nötig wäre. Ja, klar.
Was ist das da? Ich muss mal nach. Verdammt. Ich bin das so leid. Tja, wieder nichts. So müde. Wie kommt das mal? Was wäre das geil, jetzt mit einer fetten, saftigen Hure rumzumachen?
Wir werden auch für dein Seelenheil beten, solange wir leben. Auch wenn du ein Ketzer bist. Gott segne dich. Gebete sind gut, aber ich möchte dir mit etwas Handfesterem danken. Hör gut zu. Im Terminal gibt es einen Raum. Dort bringen wir alle sündigen Dinge hin, damit der Fisch sie läutert. Hier, nimm diesen Schlüssel. Du bist ohnehin ein Sünder. Vielleicht findest du da etwas Nützliches. Na los, nimm schon! Simon, das darfst du nicht! Zelantius wird dich dafür exkommunizieren! Das wird er nicht, wenn du es ihm nicht erzählst. Oder möchtest du lieber hier sterben? Durch die Klinge eines Heiden? Na, natürlich nicht. Ich sag nichts. Geben wir ihm etwas Zeit zum Erholen. Anschließend gehen wir mit Gottes Hilfe zur Brücke zurück. Ja, sein Wille geschehe. Okay, Quest beendet. Ein bisschen verzögert, aber hat noch geklappt. Warum auch immer. Okay. Das bleibt doch interessant. Wir müssen sowieso eventuell da lang. Dann gehen wir jetzt wie geplant nach Osten. Okay, dann müssen wir wohl unter der Brücke durch oder drüber weg. Ich würde sagen, lieber drüber. Ich muss die Riesenfledermaus nicht unbedingt nochmal aktivieren. Da hinten ist eine Anomalie, man hört sie zumindest schon. Schnell speichern. Und dann gucken wir mal, ob wir die hier alle platt kriegen. Zeigt er mir schon mal als Quest an? Nein, noch nicht. Er
Jetzt könnte ich was zum Beißen vertragen. Hey, wer ist... Ich glaube, da im Haus ist was. Mal sehen, was zum Teufel da los ist. Ich guck mir die Scheiße mal an. Hä? Wir müssen nachsehen, was da los ist. Ich gehe. Also gut. Ich komm mit, man kann nie wissen. Der Hurensohn ist hier! Nur nicht schießen! Hey Mann, schon gut, ich ergeb mich. Umgebracht habe ich eigentlich keinen. Das waren die Monster. Aber ob das Programm das so sieht, das ist die nächste Frage.
sind wir erstmal wieder hier raus. Und dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt als nächstes zu tun haben. Sind wir jetzt genau an dem Ziel angekommen? Ah, hier gibt es ein Boot. Okay, das ist es. Mit dem Boot kann man jetzt übersetzen. Okay. Ja, ich bin auf dem richtigen... theoretisch auf dem richtigen Weg. Ich bin jetzt mal gespannt, weil ich habe noch zwei Sachen, die ich vorledigen muss, möchte. Ob mich das Missionsdesign dahin lässt. Ich ganz ehrlich sein darf, das gefällt mir gar nicht. Puh, bleibt spannend. So, das ist mein neuer Laserpointer. Okay, muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Es wäre irgendwie ein Fingerzeig auf irgendwas. Das ist der Raum mit den ganzen Utensilien, den ich plündern kann. Das ist der Raum aus der Quest davor, weil ich die Leute befreit habe. Ist ja nice. Okay, was gibt's hier alles?
Okay. Night Goggles. Genial. Okay. Dann ist schon dafür, hat es sich schon gelohnt. Ordentlich Munition. Ja, bloß keine Schrotflinte in der Hand. Die ist vielleicht gar nicht mal so schlecht bei den großen Viechern. Die kommen nah ran. Ich glaube, das wäre super. Oh, die haben ja ganz viele Leute, die verstorben sind. Also, ihre Leute beerdigt hier. Okay. Scheinbar von der anderen Seite verschlossen. So, gucken wir mal. Also, das Fragezeichen habe ich jetzt erledigt. Puh, dann bleibt ja nur noch die Dresine zu klauen. N für Nachtsicht. Okay. Also von hier geht es auf jeden Fall nicht drüber, das kann man schon mal sagen.
Das ist ein Riesending. Wie komme ich jetzt da aber hin? Gibt es einen Weg nach oben? Ah, den muss ich nehmen. Aber wie komme ich jetzt dahin? Okay. Raus aus der Suppe. Schauen wir uns das Ganze mal von hier oben an. Balken über meinen Kopf, deswegen komme ich jetzt hier nicht drüber. Und da kommt man hoch. Wie kommt man da hin? Hier lang scheinbar. Alter Schwede, der frisst ja ordentlich Munition. So, guck mal, was haben wir jetzt hier? Okay. Ein paar nützliche Sachen mal wieder. Ich befürchte, ich brauche bald eine Werkbank, weil ansonsten kann ich mit dieser Waffe bald nicht mehr schießen. So, hier sind wir schon mal. Komm schon. Nein, 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 nein. Aktion, Aktion! Bitte
Wenigstens ein ordentliches Trefferfeedback an manche Stellen. Hin. Schön leise die Pistole. Ja, dem Schalldämpfer sei Dank. So, wo bin ich jetzt überhaupt jetzt hier? Aha, ich bin jetzt hier an dieser Stelle. Okay, drunter und drunter durchkrabbeln. Okay. Nicht gut, was hier gerade passiert. Warum habe ich da nichts mehr von? Oh. Kann ich jetzt mit dem hier nicht mehr schießen?
keinen Druck mehr drauf. Wie war das nochmal? Hier bin ich. Jetzt bin ich wieder auf der Seite und genauso klug wie vorher auch. Ich bin hierher gekommen aus der Ecke. So. Da hinten möchte ich hin. Genau, da geht's dann zu dem guten Stück hin. Okay, dann bin ich jetzt eine kleine Ecke schlauer. Puh. Also.
sind die Viehs so weit zurück? Inventar. Bist ja auch ein Tab raus. So, und jetzt mit Q. Und es wird langsam besser. So. Nochmal Inventar, ich bin mal gespannt. Kann man da auch Waffen rein? Ah, da unten müssen wir lang durch den kleinen Tunnel, dann sind wir kurz vom Ziel. Puh. Appetit. Was bei der Bahn bauen, dann aber richtig hier.
Na gut, es sieht zumindest aus, als könnte man überall hinkommen noch. Cool, man kann hier aussteigen. Ich möchte wetten, hier muss man an diesem Rad drehen, damit die Tür aufgeht. Das ist mal ein Stellwerk, da müssen wir erstmal hin. Funktioniert doch. Okay, ich bin gleich beim Teddybär. Da machen wir dann wieder einen kurzen Break. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier das Ding, da das, die Dresine holen und da das nächste Ding. Ist okay, das kriegen wir hin. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal ein schnelles Speichern. Wir sehen uns demnächst wieder. Von daher kann ich nur sagen, have fun, neuer Abo. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.